Internationale Kompetenzen und Sprachkenntnisse werden in der Arbeitswelt immer wichtiger. Das hat auch Jens Kramer, Ausbilder bei der Müller & Sohn GmbH, bemerkt. Am besten wäre es doch, wenn bereits seine Azubis berufliche Erfahrung im Ausland sammeln könnten. Sie profitieren in ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung und sind nachher in vielfältigeren Bereichen einsetzbar. Und Auslandsaufenthalte sind zunehmend ein Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Auszubildende. Aber wie soll Jens das angehen? Bei seiner Recherche nach Möglichkeiten stößt er auf Erasmus Plus. Erasmus? Ist das nicht nur für Studenten? Und ein europäisches Programm? Das ist doch bestimmt ein Haufen Bürokratie, oder? Nein, Erasmus Plus fördert nicht nur Studierende, sondern auch Auslandsaufenthalte für Azubis und Berufsschüler in Europa. Und die Anträge lassen sich gut bewältigen, dank der Unterstützung der NA beim BIP, der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Bei uns erfährt Jens alles über die Möglichkeiten mit Erasmus Plus und was er tun muss, um einen Antrag erfolgreich zu stellen. Er kann anrufen, eine E-Mail schreiben oder uns auf Infoveranstaltungen besuchen. Einen Überblick bekommt er auch auf unserer Website und unser Mobilitätshandbuch leitet ihn Schritt für Schritt durch die Organisation eines Projekts. Wir besprechen mit ihm, wer als Partner im Ausland geeignet ist und wie er seine Azubis auf den Aufenthalt vorbereitet. Besonders wichtig ist für Jens die Finanzierung des Projekts. Die Fördergelder bezuschussen die Fahrt und den Aufenthalt im Ausland sowie die Organisation durch Jens. Als Arbeitgeber darf er trotz allem nicht vergessen, seine Azubis während des Auslandsaufenthalts weiter zu bezahlen. Die Planung des allerersten Projekts im Unternehmen ist sicherlich etwas aufwendiger. Aber ist der Grundstein erst einmal gelegt, geht es beim nächsten Projekt schon viel einfacher. Ist das Projekt bewilligt, kann es losgehen. So schickt die Müller & Sohn GmbH ihre Azubis nach Schweden und Irland. Auch in dieser Zeit erhält Jens die nötige Unterstützung der NA beim BIP. Und letztendlich zahlt sich sein Engagement für alle aus. Die Azubis kommen motiviert und selbstbewusster zurück und stärken damit langfristig ihre Chancen im Betrieb. Und der Arbeitgeber bindet seine jungen Mitarbeiter ans Unternehmen und verbessert sein Image. Er kann sich am internationalen Markt positionieren und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit, auch als Ausbildungsbetrieb. Eine perfekte Win-Win-Situation also, freut sich Jens. Werden auch Sie zum Gewinner mit Erasmus Plus? Wie das genau geht, erfahren Sie auf na-bib.de.